Logbucheintrag 30. Dezember 1724. Immer noch keine Fracht. Aber unsere Lieferanten haben uns heute berichtet, dass die Afrikaner 4 Dörfer ihrer Feinde niedergebrannt haben. Dann werden wir die Sklaven wohl morgen laden können. Wenn wir die einen zwischen die Beine des anderen packen, können wir ja noch ein paar mehr mitnehmen. Na also, 137 Männer, 84 Frauen, 44 Jungen, 36 Mädchen, 137 Kisten Korn für Afrika stehen auf der Ladeliste. Na, ich werde meinen 28 Leuten Beine machen, dass sie die Ladung im Schach halten. Naja, entführt, verzweifelt und gefährlich. Wenn die rebellieren und mein Schiff übernehmen, dann bringen sie die ganze Mannschaft um. Das schaffen wir nur, wenn sie uns fürchten. Mann, was kommt denn da für ein Wetter auf? Das sieht aber nach einem kräftigen Sturm aus. Hoffentlich brauchen wir nur 60 bis 90 Tage und nicht wieder 6 lausige Monate wie bei der letzten Fahrt, wo wir immer wieder Tote über Bord werfen mussten und einige freiwillig ins Meer sprangen. Alles Verdienstausfall. Naja, richtig ist das ja wohl nicht, was mit den armen Sklaven passiert. Was ist denn das für ein unheimliches Wetter? Alle Mann an Bord! Werft die Segel! Verdammter Sturm! Schließt alle Luken! An die Pumpen, ihr faules Pack, aber schnell! Der Sturm kommt schneller, als ich dachte. So einen Sturm habe ich noch nie erlebt. Mann, ich kann mich ja schon nicht mehr auf den Beinen halten. Das wird das Ende. Wir werden mit Mann und Maus untergehen. Ich hab Angst. Wir sind verloren. Vielleicht hilft es, wenn ich in der Bibel lese. Was ist das nur? Will Gott mich für meine Untaten strafen? Herr, verschone uns doch. Ich verspreche dir auch, dass ich, John Newton, von nun an ein rechtschaffender Mensch und dein Diener sein will und das Sklaventum bekämpfen werde, wenn du mein Schiff rettest. Schenk mir deine große Gnade. Captain, die Lecks sind gestopft, der Wassereinbruch gestoppt und der Sturm legt sich auch wieder. Bald sind wir im Hafen. Und John Newton hielt sein Versprechen, gab seine Arbeit als Sklavenhändler auf und wurde Pastor der Church of England. Zusammen mit William Wilberforce wurde er zu einem der Hauptakteure bei der Abschaffung der Sklaverei. Als Dank an den Herrn schrieb er eines der beliebtesten Kirchenlieder der Welt über die erstaunliche Gnade, die ihm zuteil wurde. Amazing Grace. Hier unsere Version mit eigenem deutschen Text.